Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 33 von Shapes.io. Ja, hier war das mit den Weißen. Da müssen wir gucken, dass wir die dann noch weiter ausbauen, damit wir mehr weiße Teile kriegen, die lackiert sind. Und dann müssen wir gleich nach dem Intro schauen, dass wir diese Maschine irgendwo rausziehen und da weiter aufbauen. Das gleich nach dem Intro. Ciao. So, wir sind hier und jetzt müssen wir schauen, wo geht's am besten hin? Da gibt's ja auch noch Kreise, ne? Vielleicht müssen wir die Kreise nur irgendwo her haben. Also hier kommen ja Viertel an, die dann weiß werden, ne? Vielleicht lass mal die Viertel hier einfach durchlaufen und machen das hier weg. Die kommen hier hin und hier hin. Ich glaube, wir machen das mal von hier aus, dass wir hier die Schneidemaschine machen und diese Viertel, ja, weiß ich noch nicht, aber hier machen wir es erstmal mit diesen Kreisen. Nee, der war's. Dreier. Den lassen wir mal drehen und machen den so. So, die kommen da erstmal raus. Die müssen wir dann schneiden. Wo ist denn unser Temp 1 jetzt hier gerade? Okay, das geht, ne? Der sitzt einigermaßen hier in der Nähe. Ja. Dann gehen wir zu den Blaupausen. Und dann brauchen wir einen Schneider. Das Teil ist hier. Das ist eine doppelte Maschine, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, die zu nehmen. Kopieren wir die. Gehen nach Temp. Gehen hier rüber. Drehen das Ganze. Und bauen das dahin. Und hier müssen wir das gleiche nochmal machen. Mit dem. Ne, der kann da ruhig auch noch so hin und den müssen wir nochmal drehen, dass er so hinkommt. Und der muss dahin. So, da kommen die schon mal halb geschnitten raus. Jetzt müssen wir die nochmal drehen. Also hier müssen wir einen gedrehten, glaube ich, weniger machen. Dann klappt das schon. Und hier müssen wir einen gedrehten hinmachen. Und dann schneiden wir die nochmal durch. Ach, die Blaupause hatten wir noch, ne? Kann das sein? Ja. Und dann werden die da nochmal geschnitten. Kann das sein? Jetzt kommt Viertel raus, oder? Ja, genau. Und die sind jetzt wahrscheinlich schon passend, oder? Die weißen. Ach so. Ist eigentlich egal. Erstmal. Unten. Ach so, wir müssen sie jetzt weiß färben. Jetzt brauchen wir die Weißfärbemaschine. Die wo steht? Hier unten irgendwo. Ist das wenigstens eine große Maschine schon, die hier irgendwo herkommt? Okay, ja, das geht. Die läuft jetzt aber hier quer durch die Basis durch, nach hier hin. Könnte aber auch dann hier hinlaufen. Hier müssen die gefärbt werden. Gehen wir zu den Blaupausen. Und der Teilefärber ist der hier, ne? Nee, der ist nicht der Teilefärber. Der mischt mir die Dingens. Die Farbe. Ich brauche einen Färber. Hier, der ist es. Okay. Den brauchen wir. Kopieren wir den und gehen nach Temp.
drehen den mal gerade um. Ah ja. Schwierig, das Teil hier hinzusetzen, ne? Ist nur die Frage, wo gehen sie rein? Da gehen sie rein. Ja. Ich glaube, so ist schon ganz gut, oder? So, die Teile kommen hier rein. Ich glaube, wir drehen die besser wieder um. Ja, wir drehen die besser um. Damit die alle gleich sind. So ist es, glaube ich, richtig. Und können da ruhig rein und können auch da rein, weil die alle gleich sind. Sind alle unten, ne? Ja. So, da muss jetzt noch die weiße Farbe rein, die dann von wahrscheinlich hier kommt, ne? Ja. Weiße Farbe brauchen wir, die hier irgendwo ist. Legen wir den dann still? Macht das Sinn? Weiß nicht. Da kommen nachher wahrscheinlich zu viele an, ne? Die weiße Farbe holen wir erstmal hier ab. Aufteilen. Da haben wir schon ausgewählt. Machen wir mal so. Na, das war falsch. Machen wir mal so und nehmen das. Machen das weg. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einen Tunnel bauen, mit dem wir irgendwo hinkommen. Ich habe keine Ahnung, wie weit der geht. Okay, der geht bis dahin. Dann können wir da einen einfachen Tunnel noch hinsetzen, der da so durchgeht. Fließband her. Und weiter. Und weiter. Und wo müssen wir hin? Natürlich auf die andere Seite, ist klar. Das heißt, wir machen das mal hier gerade kaputt. Und gehen mit dem Tunnel hier rüber. Nach da. Schließen hier mal gerade an. Am besten so gerade, ne? Hat ja wieder gut geklappt, ne? Hier gehen wir dann da dran. So, jetzt werden die Teile weiß gefärbt. Jetzt müssen hier gleich weiße rauskommen. Tun sie auch. Und die sind unten rechts. Und die unten rechts müssen dahin. Ne, brauchen wir nicht. Unten links brauchen wir. Das heißt, der muss nochmal gedreht werden, ne? Machen wir einen Tunnel. Oh, der war natürlich jetzt zu knapp, glaube. Das ging nicht. Tunnel. Und nochmal das Ganze da dran gebaut. Durchgebaut. Einen Dreher da reingebaut. Der war falsch rum. So rum. Jetzt ist er unten links. So wie wir es haben wollten, oder? Und unten links sind die da auch.
Wieso ging das jetzt nicht? Und dann den. Warum macht die dahin? Egal, oder? So, jetzt kommen ganz viele da an. Jetzt müssen wir nur gucken. Die sind ja alle da. Aber hier sind jetzt zu wenig noch. Auf jeden Fall sind wir mit der Hälfte schon mal zufrieden, ne? Jetzt fehlt uns noch die andere Hälfte. Vielleicht machen wir hier nochmal so einen Teiler hin. Und machen das so und machen das so. Und da müssen wir aber noch schnellstens einen Dreher hinmachen. Ist das jetzt so richtig? Ich glaube ja, ne? Da kommen jetzt irgendwie falsch raus, oder? Die müssen nochmal gedreht werden. So, jetzt passt es, glaube ich. Oben rechts, ne? Ja, die sind oben rechts. Kommen jetzt auch an, glaube ich. Jetzt kommen die richtigen Teile hier raus, gehen da runter, kommen hier hin und hier wird dann ordentlich gearbeitet. Und hier kommen jetzt die ordentlichen Teile noch nicht an, aber ab und zu mal. Da sind noch ein paar Fehlgebaute drin. Die werden hier nochmal gedreht, dann ist es, glaube ich, richtig. Ne? Und ich glaube, jetzt sind alles richtige Teile unterwegs. Ich glaube, jetzt haben wir es einigermaßen geschafft. Was passiert hier jetzt noch? Ah, da wird noch zusammengesetzt. Ja, könnte sein, dass es dann fertig ist, oder? Was sagen denn unsere Sterne hier? War das der? Ich glaube, der war das. 9400 haben wir schon. 25.000 brauchen wir. Und hier mal Stufe 4, das sieht so aus, okay. Ne, Stufe 6 ist das sogar schon. Krass. Okay, was sagt unser Hub? Oh, da ist noch so ein anderes Teil. Das müssen wir dann als nächstes bauen, denke ich mal. Gut, würde ich jetzt die da erstmal so laufen lassen? Ne? Was hatten wir da jetzt? 9400? Okay, das wird noch einiges dauern, aber ich glaube, wir kümmern uns mal um dieses Symbol hier, dass wir das hinkriegen. Ich würde sagen, machen einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.